Ein herzliches Hallo von mir an euch. Es ist Mittwoch, das heißt, wir kennen es aus den letzten Wochen. Es gibt eine neue Folge Phasmophobia. Ich habe einfach wieder mitgeschnitten, als ich gespielt habe. Deswegen gibt es so das Intro zum Video. Ich wünsche euch aber ganz viel Spaß mit diesen zwei Folgen, die ich aneinander geschnitten habe. Und ja, wir sehen uns dann vielleicht ja nächste Woche wieder bei der nächsten Folge Phasmophobia. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Ich bin gerade zu dumm für diese Tür. Jetzt. Oh, habe ich das jetzt? Okay. So. Nein, ich habe gedacht, bevor ich in den Ventpoler. Einen Schlüssel? Es lag keiner mehr gerade. Also diese Türen, ne? Ich weiß nie, in welche Richtung die aufgehen. Check. Ich habe einen Knochen im Bad gefunden. Supi, hier oben waren gerade irgendwo 11 Grad. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Ich glaube, 11 ist schon immer ein ganz gutes Zeichen eigentlich. Was ist denn hier gerade? Vor der Garage. Ich war im Keller, da ist nichts. Hier ist nichts. Ist er hier? Wir gehen von aus, dass also, er hier vielleicht hier im Flur ist. Ja, also ich habe hier mal so mal 10 Grad, mal 12 Grad, mal 11 Grad. Hier waren gerade 9 kurz. Oh, 9,7. Hier im Flur und lass mal alle Sachen holen. Ja, jetzt habe ich hier gerade 9. Hast du das Licht ausgemacht? Oh, hier waren 8 Grad. Geist, sprich mit uns. Gib uns ein Zeichen, wenn du da bist, bitte. Geist, gib uns ein Zeichen. Sprich mit uns. Oh, wir hatten schon Aktivität auf 6 eben. Kurzzeitig, aber jetzt alles auf 0. Also EMF ist halt eigentlich gar nicht, aber wir müssen, weil wir haben ja diese eine Aufgabe mit dem EMF-Dings da. Hier oben flutet Licht an? Oh, nee, ich war hier oben. Ja, aber ich meine, ist das Licht an im Flur oben? Nee. Das hast du doch gerade ausgemacht, oder?
Ich lege eins hin. Achso, doch, ja, haben wir. Du hast eins, okay. Siehst du es in der Kamera? Gib uns ein Zeichen, Geist. Oder schreib ins Buch. Warte, Sekunde. Nee, ich sehe nur das Kruzifix in der Kamera. Besser? Okay. Ich weiß nicht, also EMF muss ja eigentlich ausschlagen oder war bisher nichts. Aber auch nicht hart. Ich meine, Räucherstäbchen braucht man noch nicht mitnehmen, weil wir wissen ja noch nicht so wirklich, ob der da ist, oder? Wir können einen Bewegungssensor mitnehmen. Und da einen Flur stellen. Aktivität gerade auf 7. Auf 6. Auf 10. Die erjagt. Oh. Na, er jagt nicht, es flackert nicht. Wahrscheinlich keiner drin ist. Wieder runter. Wieder oben. Der hat auch, glaube ich, gerade unten mit dem Licht rumgespielt, wo ich raus bin. Aber der ist echt scheint, entweder ist das die, ich meine, der war jetzt gerade schon auf 10, ist das, Profi oder auf welchem Schwierigkeitsgrad spielen wir? Fortgeschritten. Wir haben halt noch gar nichts. Das ist halt so ein bisschen seltsam. Er hat das Radio angemacht, oben, oder? Vielleicht ist er in dem Raum da, wo er das Radio angemacht hat. Ja, es hat die ganze Zeit gepiept und so. War das der Bewegungssensor? Ja, aber da bin ich auch durchgelaufen. Hier. Ich glaube, der ist in dem Zimmer, wo das Radio an ist, oder? Sollen wir mit dem Thermometer dort nochmal gucken? Lass uns nochmal rein, ich wollte. Ja, Fingerabdrücke. Aber Temperatur ist wirklich hier im Flur, aber die ganze Treppe runter niedrig. Also ich glaube, der ist wirklich ein Flurgeist. Wir hatten den ganzen Flur und die Treppe runter so um die 3, 4 Grad. Ja, vielleicht müssen wir die Kamera, die eine dort zu dem Zimmer stellen, wo das Radio an war. Soll ich mal eine umstellen, oder? Ja, warte mal, ich hole mal noch was anderes. Vielleicht noch ein Fotoapparat, um die Fingerabdrücke zu...
Ach so. Wo war der Knochen erst? Ich hab noch einen Platz. Eigentlich wissen wir ja, dass der oben ist. Muss ein Räucherwerk wieder mit Handpaus. Hat einer von euch ein Fotoapparat? Ja, hab ich. Nee, ich hab nur Salz mit. Ich hab Foto. Aber so, jetzt habe ich keine Hand frei wegen Kamera umstellen. Nee. Ich hab auch nicht, ich hab der hat schon wieder das Radio angemacht. Wie kippt man nochmal das Seil aus? Mit F, glaube ich. Wie bitte? Ich hab Hand frei, habe ich gesagt. Ich hab geräuschert. Er hat die Tür geklinkt. Er hat einen Schuh bewegt. Es klingt sowas von nach einem Poltergeist. Ihr macht das super. Ich bin stolz auf euch. Geh kurz raus wegen den Räucherstäbchen gucken, ob es gezählt hat. Naja, wie sie mich wieder beide alleine lassen und mich opfern, ne? Es sind alle optionalen Aufgaben erledigt. Wir müssen nur noch rausfinden, was es für ein Geist ist. Guck mal nach Orbs, aber bisher sehe ich nichts. Ich bin draußen. Ich glaube, Genrix ist da gerade im Zimmer. Irgendwas war hier. Genrix, ich weiß nicht, du bist gerade alleine da drin. Ja, ich gehe jetzt auch raus. Puh, Schock. Alles auf Null, Aktivität gerade auf 2. Habt ihr gesehen, wegen dem EMF, ob das auf 5 war oder ob das nur so angeschlagen war? Also als ich geguckt habe, war es auf 2. Okay. Keine Orbs. Nee, ich sehe keine Orbs. Ah, wir wollten da noch Fingerabdrücke finden. Achso, ich weiß nicht, an welchem. Hier an der Tür von dem Zimmer oder wo? Hier an dem Fenster, was du da siehst. Am Fenster, okay. Kommt jemand mit? Haha, ich trau mich doch. Ich bin so. Ich trau mich, aber es wäre trotzdem schön, wenn jemand mitkommt. Ja, warte. Also, Gefriertemperaturen würde ich jetzt einfach mal ausschließen. Weil. Ich kann noch mal gucken, aber vorhin waren es halt so hauptsächlich im Flur so 3 Grad. Nicht mal unbedingt in dem Zimmer. Wir sollten vielleicht auch mal Sanity-Pillen nehmen. Ich weiß immer nicht, ab wann es clever ist. Ich habe keins gefunden im Keller und so. Ich habe fast alle Schränke aufgemacht in den Zimmern. Hat einer schon Geisterbox probiert? Genrix, glaube ich, oder? Ja, Geisterbox habe ich ausprobiert, aber die wollten nicht mit mir quatschen. Müsstet ihr vielleicht nochmal ausprobieren, die mit euch quatschen möchte? Und das Brett habe ich auch nicht gesehen. Ich habe im Keller extra geguckt, aber da war nichts. Da
Was bringt eigentlich diese Kerze? Nichts, glaube ich. Also ich glaube, dann sinkt die Sanity nicht so schnell, wenn du die in der Hand hast. Aber die zeigt dir halt nicht an, ob er gerade jagt. Und wenn wir kein Feuerzeug haben, dann... Ach so, hier oben liegt eins. Wie macht man das Ding denn an? Musst ein Feuerzeug in die Hand nehmen und die Kerze. Und dann, glaube ich, auf die Kerze und dann Rechtsklick oder so. Ach, muss ich die Kerze an? Ja, du musst, musst halt, wie gesagt, ein Feuerzeug und die Kerze in die Hand nehmen. Habe ich beides, aber ich kann ja nur eins anzeigen lassen. Ja, ich glaube, dann musst du die Kerze auswählen und Rechtsklick oder so. Oder probier dann mal mit F oder G. Ne, G ist wegwerfen, aber F. Ah, mit F mache ich die an. Okay. Kerze! Wir mussten erst mal gucken, wie man eine Kerze anmacht. Wir sind noch nicht alt genug, wir wussten das noch nicht. Nein, ich spiele mit den Räucherstäbchen. I'm coming. Willst du die Fingerabdrücke nochmal anleuchten, oder? Die Kerze hat voll das schöne Licht. Ah, oh, ich renne, glaube ich, immer mit einer Kerze rum jetzt. Oh, ja. Das Buch. Oh, dai. War es jetzt echt 5? Ja, es war ja fünf. Ich hab's gesehen. Es war eben F5. Bei mir hatte ich gerade voll den Grafikbug. Also Buch. Ein Revenant. Na Gott sei Dank sind wir draußen. Ich wollte gerade sagen, mit einem Revenant will ich nicht im Haus bleiben. Okay, das heißt, wir können eigentlich fahren. Ja, alles. Ja, der hat sich ein bisschen geziert, der Gute, aber jetzt haben wir ja alles. Dann, Gott sei Dank hat der nicht gejagt. Sonst wäre einer definitiv hops gegangen. Dann. Los geht's, oder? Habt ihr alles eingetragen? Ja. Oh, jetzt ist er auf Stufe 10. Welcome back. There's some jobs ready. Ja, das mach ich. Hallo. Nein, das Spiel, das seht ihr ja gar nicht bei ihm. So. Bewegungssensor, Zeuge eines Geisterevents, dreckiges Wasser. Maria Moore, die geht nur auf Singles. Na toll. Also Maria Moore klingt auf jeden Fall schon nicht, nicht gut. So, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ah, die sind jetzt mit Items. Doch Anfänger, alles gut. Ist auch noch gekämpft. Ihr seid aber warm. Also, ihr seid aber noch nicht. Ich geh mal gucken. Hab ein Ucha-Brett gefunden. Müssen wir das nicht erst fotografieren, bevor wir das nutzen? Ja, warte, ich muss dringend das Fotoapparat mitnehmen. Unten links. Ach so, unten links hier im Kinderzimmer direkt. Ja,
gefunden bei der Küche, in, also im Esszimmer daneben. Will jemand bei der Prozedur dabei sein? 10 Grad hier vorne. Ach, mach nur. Irgendwo. Wo bist du? Er ist Nursery. Vielleicht ist er direkt hier unten, wo das Brett lag. Nursery ist doch gleich ganz vorne, das ist doch hinter dir. Ja, sag ich ja, da wo das Brett lag. Wie alt bist du? Fingerabdruck, Tina. Der Geist ist 75. Ich hol mal EMF, das habe ich erst weggebracht. Der war schon kurz auf 10. Geister-Event ist erledigt. Hier, ist es das Ucha-Brett oder was? Nee, der hat gerade mit dem Licht geflackert und ich hab's fotografiert. Ich leg mal das Buch jetzt hier rein und guck mit dem EMF. EMF 5. Erstmal raus. Also wir haben Fingerabdrücke und EMF 5. Oh, so wieder Venti oder Revenant. Was ist die Aktivität? Turmann Bewegungssensor. Also ein Buch liegt ja auf jeden Fall drin. Wir müssen auch noch dreckiges Wasser finden. Wenn das anmacht. Ich würde so eine Kamera reinstellen, auch wenn wir keine Orbs haben, aber die filmt ja auch immer die Wolken. Ja, wenn jemand drin ist. Warte, ich hab Kamera. Ja, ich hab die Kamera hier hingelegt. Ich in Revenant, dann würde ich rausgehen. Ja. Die sind aber flott, ne? Okay, aber also jetzt ist halt die Frage, riskieren wir das jetzt mit dem Wasser? Nein. Ja, das einzige Wasser, was du hier hast, ist halt hinten das Bad und rechts. Gib uns ein Zeichen! Ich glaube, hier konnte man sogar den Computer anmachen in dem Zimmer. Wollen wir den Namen rufen in der Tür? Der Bewegungssensor springt die ganze Zeit an. Wie heißt denn der? Maria Moore. Maria Moore, Maria Moore, Maria Moore. Wir müssen es schon in die Tür stellen. Aktivität bleibt konstant. Maria, Maria, Maria. Aktivität auf 1. Okay. Ich traue mich nicht richtig rein. Wenn die Tür zugeht, ist kacke. Aktivität weiter gesunken auf 0. Ja, dann lass uns fahren. Ja.
Was hast du hier gemacht, Genrix? Was ich gemacht habe? Mit dem Salz. Ach so. Ja, wir brauchen es ja eh nicht mehr. Und wir könnten höchstens noch die Videokamera so hinstellen, dass die aufs Wasserbecken zeigen und wir triggern den und warten, ob der sich was fühlt. Das wäre eine Option. Also wenn du noch mal reingehen möchtest, es ist ein Revenant. Eigentlich nicht. Wir fahren. Du hast keine Chance, dich zu verstecken gefühlt, wenn der kommt. Ja, wenn der anfängt. Ja, es ist halt, wenn der hinter dir ist, ist der ein 2-4-2 hier. Ach so. Der latscht schon wieder durch den Bewegungssensor. Ich würde sagen, wir gehen. Oder? Ja, wir fahren jetzt rein. Wir sind Babys, also... Gut, da mache ich jetzt zu. Wir hatten das vorhin mit dem Weg gehen, ne?